ist doch ein Genuss, was dieser Martin Gross fabrizieren kann. Nicht? Und jetzt stelle ich Ihnen und einen anderen Solisten vor. Ich sagte Ihnen ja eingangs, er ist wie ein guter trockener Wein. Beim zweiten Schluck, da schmeckt er. Er müsste Ihnen jetzt eigentlich schmecken. Kenne die Wörn an der Klarinette.
Kenny DeRock. Kenny DeRock hat ja ganz neue Techniken entwickelt beim Spiel einer Klarinette. Vielleicht der eine oder andere erinnert sich, da gibt es auf Schallplatten davon, 1936 war das berühmte Carnegie Hall Konzert von Benny Goodman. Und in dem Stück Sing, Sing, Sing zum Ende hin hat also dann Benny Goodman das hohe C ganz kurz angespielt. Das, was jetzt Kenny DeRock für Sie gespielt hat, das war das F über diesem C. Das kann auf der Welt sonst keiner, nur er. Das hohe F. Und man kann doch hören, dass es eine Klarinette ist. Kenny DeRock. Die Klarinette, die ihr spielt, die ist nicht aus Holz, die ist aus Hartgummi. Die ist, ja, das ist wirklich wahr. Das ist eine aus Hartgummi bestehende Klarinette. Und das ist nicht irgendwie noch ein besonderes Modell, das speziell für ihn angefertigt worden ist. Er hat sich ein ganz einfaches Studenteninstrument rausgesucht. Eines der billigen Art, die man überall kaufen kann. Wenn ihr aus diesem Instrument holt er diese wunderschönen Töne heraus. So, und jetzt wieder The Band in the Band, also eine kleine Besetzung, und sie wird für sie spielen George Gershwins Lady Be Good.
men are out of here. Jetzt stelle ich Ihnen unseren letzten Solisten vor. Hören Sie ganz gespannt auf ihn. Er macht auch etwas ganz Spezielles, was Sie sonst nirgends mehr hören werden. Major Holly. What did you say? Thank you.
Rachel Holly. Slim Stewart, der leider voriges Jahr gestorben ist, der hat eine Oktave höher mitgesungen. Und Major Holly, der singt in der Bassoktave mit, bis ganz runter, so tief, wie es fast nicht mehr geht. Major Holly, es hat doch Spaß gemacht. So, und jetzt wieder die gesamte Band, wieder mit einem Arrangement von unserem Matty Medlock. Big Spider Becke hat es schon in den 20er Jahren bekannt gemacht. 10 Jahre später war es Jack Teagarden mit dem Singen the Blues.
So, das war so Singen, der Blues. Und jetzt also wirklich den letzten Solisten, den ich Ihnen vorstelle. Er hat das Arrangement geschrieben und am Klavier wird er diese Soloparts übernehmen. Eddie Higgins und den St. Louis Blues. Thank you.
Well, I think you'd probably like to hear the piano play once more. So, here's Eddie with a Little Rock Getaway. Eddie Higgins. Thank you. Ladies and gentlemen, we have a special guest jazz artist who has traveled many, many miles to be with you this evening. I'm not sure he's done that. He's going to play the clarinet with us, so would you please welcome playing the Basin Street Blues, Peter Beer. Thank you.
Peter Muir, our special guest. So, vielen Dank, dass man so die Version von Matty Matlock über den Basel Street Blues. Und wir kommen nun langsam zum Ende und ich bitte doch, dass ich das Orchester des Gymnasiums bereithält, zum Abschluss nochmal einen Titel, den Matty Matlock arrangiert hat. King Oliver hat ihn komponiert in Anlehnung an seinen Schüler Louis Armstrong, der nie hat sein Gosch halten können, den Dippermaus Blues oder auf Schwäbisch gesagt, der Schlapperloschen Blues. So, ich darf Ihnen nochmal die Musiker vorstellen. Am Piano Eddie Higgins. Marty Gross an der Gitarre. Major Holly am Bass. Warren Sauer am Schlagzeug.
Kenny DeLong, Clarinette. Terry Myers, Tenorsaxophon. Danny Moss, Tenor und Baritonsaxophon. Bill Allred und John Allred, Posaune. Bruce Adams, Trompete. Tom Sanders, Hornet. So, und jetzt das Orchester des Gymnasiums. Bitte auf die Bühne zu einer Jam-Session zum Abschluss.
Schluss möchte ich Ihnen noch etwas sagen, wo ich ganz stolz darauf bin, weil er ist ein guter Freund von mir. Danny Moss ist übernächste Woche eingeladen. Er hat Privataudienz bei der Königin und dort wird ihm der Honor of the MBE, also Member of